auch hallo von unserer Seite und schön, dass ihr da seid und Interesse habt. Wie schon erwähnt, werden wir erstmal einen Delegationsbericht machen oder vorwiegend über unsere Delegationsreise berichten. Wir wollten keinen 100. Beitrag zu Wir waren in Rojava und das haben wir gesehen und wollten deswegen den Fokus auf die Frauenrevolution richten und auch die neueren Entwicklungen und die Eindrücke, also vor allem die politischen Themen, die da präsent waren, während wir da waren. Ein paar Worte dazu, aus welcher Perspektive wir sprechen. Wir haben da keine empirische Forschungsreise hingemacht, sondern wir waren als Aktivistinnen dort und werden auch als Aktivistinnen von dort berichten und haben deswegen auch einen bestimmten Blick auf die Situation vor Ort, weil die Inhalte, die wir hier wiedergeben werden, vorwiegend in Interviews mit Frauen entstanden sind, die dort vor Ort in den Institutionen arbeiten und am Gesellschaftsaufbau beteiligt sind. Und deswegen ist es auch ein spezifischer Einblick in die Arbeiten vor Ort und vorwiegend mit Menschen, die dieser Revolution dort natürlich positiv gegenüber eingestellt sind. Ist auch die Frage, was so eine Infoveranstaltung hier bieten kann. Genau, wir würden gern die Eindrücke teilen, weil nicht alle Leute auf so eine Reise fahren können. Möchten aber auch diesen Mythos brechen von den hübschen Frauen mit den Kalaschnikows und vor allem den Fokus auf die gesellschaftliche Organisierung und die autonome gesellschaftliche Organisierung der Frauen dort vor Ort richten. Und werden auch noch ein bisschen was über die Herausforderungen und die Schwierigkeiten dort vor Ort berichten. Genau, wir würden beginnen mit einem kleinen Überblick über die Region Nordostsyriens und unsere Reise und das Gesellschaftssystem, was dort aufgebaut wird, so ein kleiner ideologischer Hintergrund. Dann was dazu sagen, was eigentlich eine Frauenrevolution ist, also warum wird der Begriff Frauenrevolution benutzt. Dann wird das Beispiel von Jinwar erwähnt, das ist ein Frauendorf, was dort aufgebaut wurde. Einzelne Eindrücke von den Stationen, in denen wir waren, also vorwiegend die arabischsprachigen Gebiete, die jetzt neu befreit wurden. Und als Beispiel der Umsetzung des Gesellschaftsmodells werden wir ein bisschen was über das Gerechtigkeitssystem erzählen. Dann zu den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die derzeitige politische Situation. Und dann würden wir den Raum öffnen für Nachfragen und Diskussionen. Ja, hallo. Ja, ich würde ein bisschen was zur Delegation an sich erzählen, so Hard Facts mäßig. Also, ja, wir haben gerade nichts von gemeinsam kämpfen und es halt auch schon länger mit dem, was in Rojava passiert und den Ideen und Inhalten, die dahinter stehen, beschäftigt und eine Praxis mit der kurdischen Frauenbewegung und ja, daraus ja, ist, glaube ich, schon auch so eine ja, gewisse neue oder nochmal ja, andere Perspektive oder ich glaube, unsere Perspektive hat sich auch so damit auch verändert, von dem, ja, was das eigentlich für uns hier heißen kann. Und dann haben wir mit Freunden von der Frauenbewegung gesprochen und dann diese Delegation zusammen geplant, sind dann als feministische Delegation dahin gefahren und ja, wollten eigentlich ja, mehr so kennenlernen, was das eigentlich in der Praxis heißt und auch was sich mit der Revolution dort für die Frauen eigentlich verändert hat. Genau, dann waren wir da. Und vielleicht kann man mit der Maus das so mitbewegen. Also so vor allem so ganz im Osten, eigentlich im Kanton Jizere, was da ungefähr bei Ras Al Ain, was da steht, ein bisschen weiter unten, bis ganz zum Osten geht, viel unterwegs, in verschiedenen Städten und Orten, also so Kamischlo, Derik, Heseke, auch Sedekanie. Und dann sind wir auch nach Kobane gefahren und Mimbic, Raqqa, Dhaka, so die seit den letzten ein, zwei Jahren neuer befreiten Gebiete. Und eigentlich vor allem haben wir da Interviews geführt, die wir bald auch also übersetzen und veröffentlichen wollen. Das Gebiet da oben, Nordostsyrien, auch Rojava genannt, also auf Kurdisch heißt es der Westen, als die westlichste Siedlungsregion von Kurdinnen. Hat ungefähr eine Größe von 50.000 Quadratkilometern, wie Kroatien ungefähr, und mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die da leben. Und im Zuge der Aufstände in Syrien kam es 2012 auch zum Rückzug von der syrischen Armee und von VertreterInnen der politischen Institution, sodass halt das Machtvakuum genutzt wurde, um die Selbstverwaltung aufzubauen oder Selbstverwaltungsstrukturen aufzubauen. Und im Januar 2014 wurde vom Übergangsrat zur Bildung der Selbstverwaltung in Rojava die drei überwiegend kurdisch besiedelten Gebiete Afrin, Kobane und Cizre zu Kantonen erklärt. Das ist auf der nächsten Folie.
und die demokratische Autonomie ausgerufen, die halt auf Basisdemokratie, Ökologie und Frauenbefreiung beruht. Ein neuer Gesellschaftsvertrag wurde von VertreterInnen verschiedenster Bevölkerungsgruppen verabschiedet. Und darin sind demokratische und pluralistische Grundsätze festgelegt, wie Gleichberechtigung aller Religionen und Bevölkerungsgruppen, aller Kinder- und Frauenrechte, Rede-, Presse- und Meinungsfreiheit und eine dezentralisierte konföderale Organisierung in Form von Räten und Kommunen. Im März 2016 rief eine Versammlung die Autonome Föderation Nordsyrien Rojava aus. Und mit der Befreiung von den letzten Jahren von Gebieten, die von Daesh besetzt wurden, um sein Kalifat aufzubauen, änderten sich im Laufe der Jahre auch die Grenzen Rojavas. Also jetzt die Karte rechts ist ungefähr 2017 und die Karte links von 2014. Das politische Leitkonzept der demokratischen Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien orientiert sich an Öcalans Vorstellung des demokratischen Konföderalismus. Also das ist ein Modell einer demokratischen, ökologischen und geschlechterbefreiten Gesellschaft. Und das wird halt kein eigener Staat angestrebt, sondern auch keine Konföderation von Teilstaaten, sondern halt der Aufbau einer Selbstverwaltung durch kommunale Basisorganisierung. Und die Überwindung des Nationalstaates ist als langfristige Perspektive vorgesehen. Und wie soll das gemacht werden? Also indem sich auf allen Ebenen Strukturen zur Selbstorganisation und Selbstverwaltung geschaffen werden. Weil davon ausgegangen wird, dass jede Gemeinschaft, Ethnie, jede religiöse Gruppe oder Berufsverband sich autonom organisieren kann und als politische Einheit ausdrücken kann. Und diese Einheit hat das Recht, wieder angefangen auf der lokalen untersten Ebene sich zu organisieren. Und der demokratische Konföderalismus beruht halt auf der Annahme, dass aus jedem sozialen, gesellschaftlichen Problem oder aus jedem Anliegen eine organisierte Antwort erfolgt, also indem sich ein Rat gründet, zum Beispiel, der sich halt bedürfnisorientiert organisiert. Und diese Organisierung erfolgt aus den Kommunen, das ist die wichtigste Basis, die von ganz unten angefangen, und das ist das politische Zentrum. Hier ist eine Karte, die ist nicht mehr so ganz aktuell. Also da haben wir unten die erste Ebene, das sind die Kommunen, das kann ein Dorf sein oder ein Teil eines Stadtviertels mit ca. 40 bis 100 Haushalten, je nachdem. In der Kommune gibt es verschiedene Kommissionen, die verschiedene Aufgabenbereiche abdecken, also zum Beispiel Finanzen, Frauen, Energie, Verteidigung. Und die machen halt die täglichen Verwaltungsentscheidungen. Also die verwalten diese kleine Einheit in Form, genau. Aber versorgen halt nicht nur die Haushalte mit Gas, Wasser und Strom, das ist auf jeden Fall eine der Hauptaufgaben, sondern sind auch Orte der Selbstorganisierung und der gesellschaftlichen Konfliktlösung. Also es geht auch um soziale Probleme im Stadtteil. Die zweite Ebene ist dann Delegierte von ca. 7 bis 30 Kommunen bilden dann einen Dorfrat oder so einen Stadtteilrat. Und der ist auch in dieselben Kommissionen gegliedert und die delegierten Personen der Kommunen sitzen dann auch in den Kommissionen da drin. Dann gibt es noch eine dritte Ebene, der Stadtrat. Also einige von diesen Dorfräten oder Stadtteilräten wählen dann den Stadtrat, der ist auch wiederum in den Kommissionen gegliedert. Und die vierte Ebene ist die Kantonsebene, aus verschiedenen Städten zusammengeschlossen. Und die fünfte Ebene ist wie so Landkreis, kann man sich das vorstellen, die mehrere Kantone umfassen. Also es gibt so drei Regionen, Regionen Afrin, Regionen Euphrat und Cizre. Und daneben gibt es halt noch die Zivilräte der neu dazugekommenen Gebiete wie Minbij, Tabqa, Raqqa und Erasor. Und ganz oben, das ist jetzt neu, weil das erst seit November ist, ganz oben ist der Rat der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Das sind die beiden Vorsitzenden, in Ain Issa haben wir die besucht. Und darum sitzen wieder 70 Vertreterinnen der Selbstverwaltung und der Zivilräte der aller Gebiete drin. Und der Rat hat halt die Aufgabe, eine politische Gesamtlösung für ganz Syrien zu erarbeiten, und die arbeiten halt auf der Diplomatieebene. Genau, und alle Ebenen folgen dem Prinzip des Co-Vorsitzes. Das heißt also, in allen Institutionen, Organisationen, Kommunen gibt es halt immer eine Frau und einen Mann im Vorsitz und die Quote ist halt auf 50% festgelegt. Und daneben gibt es auch immer die autonome Frauenorganisierung in dem Dachverband, der heißt Congrea Star. Da ist links das Logo
Und die Idee ist halt, dass jede Frau, die gesellschaftlich organisiert ist, in Form von Räten oder Kommunen auch automatisch in dem Dachverband organisiert ist. Okay. Autonome Frauenorganisierung, kommen wir zum Thema Frauenrevolution. Also wir sagen jetzt so die ganze Zeit Frauenrevolution, wollten erstmal sagen, was ist das eigentlich und oder was meinen wir damit, wenn wir das so sagen. Und davon wollte ich eigentlich auch noch sagen, dass wir halt von Kategorien Frauen und Mann jetzt auch viel sprechen, aber auch von mehr als zwei Geschlechtern ausgehen, aber das halt auch Selbstverzeichnungen in den Strukturen vor Ort waren, die wir jetzt so auch benutzen. Genau, Frauenrevolution meint halt in erster Linie jetzt nicht sozusagen, dass neben einer Revolution noch auch noch die Befreiung der Frau vorangeht, sondern dass eigentlich Frauenrevolution als soziale Revolution sozusagen, dass mit der Befreiung der Frau eigentlich auch die Befreiung der Gesellschaft besteht. Und das basiert eben auch auf der Analyse, auch von Abdullah Öcalan, dass die patriarchale Unterdrückung eigentlich die erste Unterdrückungsform zwischen Menschen ist, die es gegeben hat in der Geschichte, und dass darauf aufbauend andere Unterdrückungsformen entstanden sind und die gesamte Phase, in denen es Unterdrückungssysteme entstanden sind oder da sind jetzt, wir davon als Patriarchat sozusagen sprechen. Genau, dazu muss man, glaube ich, auch sagen, dass das auch aus einem antikolonialen Kontext entstanden ist, die Bewegung, und darin eben auch Frauen sich wirklich da diese Rolle auch erkämpft haben. Ist sozusagen zum einen so, heißt es dann, sich in der Revolution im Bewusstsein, also sich von der patriarchalen Unterdrückungsmentalität zu lösen, um eine gesellschaftliche Befreiung so überhaupt herzustellen. Und dafür gibt es eben sehr viel Bildung, also auch verbunden mit einer Persönlichkeitsanalyse, wo man, also die auch wirklich deep geht, teilweise mit biografischen, was biografisch dahinter steht und so weiter. Und auch, aber Bildung auch so im Miteinander, was eben durch die kommunale Organisierung auch da noch eher möglich ist. Also es gibt sozusagen die Beziehung zwischen den Menschen zu verändern, und das passiert ja eben durch viel Bildung vor allem. Und dann eben noch die autonomen Frauenstrukturen, die auch Teil von, also auch diese Frauenrevolution zum Ausdruck bringen, weil eben in allen Lebensbereichen, in denen eine Selbstorganisierung stattfindet, sich Frauen autonom noch organisieren, und auf einige Bereiche gehen wir auch später näher ein, aber dadurch eben diese Perspektive, eine antipatriarchale Perspektive in die Gesamtstruktur noch immer getragen wird. Und noch ein Punkt, der, glaube ich, sehr grundlegend ist, und das so als, also was das so als Frauenrevolution auch ausmacht, ist die Genealogie. Das ist halt übersetzt sozusagen, Gen heißt Frauen und Logie, also Logie, Wissenschaft. Und ja, also schon mit dem Gedanken, so wenn wir gesellschaftliche Veränderungen schaffen wollen, dann brauchen wir auch eine Wissensbasis, auf der wir unsere Bestrebungen fußen. Also eigentlich müssen wir die Gesellschaft und die Bedürfnisse kennen, und für diese Probleme brauchen wir halt bestimmtes Wissen, um diese zu lösen. Und dafür müssen wir eben auch uns und die Gesellschaft verstehen und Methoden kennen, um ein neues Gesellschaftsmodell zu schaffen. Und da Unterdrückung eben auch auf dem Glauben an bestimmtes Wissen oder Wahrheiten basiert, braucht es auch eine Wissenschaft, die sich auf die Suche nach Wahrheit begibt. Und also nicht, um diese zu erreichen, weil vielleicht geht das auch gar nicht, aber ein Stück näher zu kommen und somit das gesellschaftliche Zusammenleben horizontal zu gestalten. Zur Genealogie noch. Also das heißt halt Wissenschaft der Frau, aber es heißt halt nicht nur, dass Wissen aus der Perspektive von Frauen gemacht wird oder betrieben wird, sondern auch mit patriarchalen und kolonialen wissenschaftlichen Methoden und Herangehensweise auch zu brechen. Und was das genau erzählt, heißt, erzähle ich auch gleich am Beispiel von Jinwa. Ja, das heißt es zum einen aber schon auch, dass vor allem auch aus der Perspektive von Frauen eben das Wissen gesucht wird, weil eben auch gerade dann vorwiegend weiße Männer sind, die viel gehört werden, viel zitiert werden, und auch wenn da gerade, denke ich, auch Veränderungen stattfinden, aber noch nicht genug, und daher ist Genealogie so eine wichtige Basis dafür auch. Genau, wie gesagt, wollte ich was zu Jinwa erzählen, was eben ein Projekt der Genealogie ist, um ja so ein bisschen mehr ein Beispiel auch so zu die Methoden der Genealogie auch zu erklären. Also Jinwa ist ein Dorf, in dem nur Frauen leben, und ist halt ein Teil der Forschung der Genealogie ist auch
History als Her Story sozusagen und sich auf die Suche nach der Geschichte von Frauenwiderständen zu begeben, von matriarchalen Gesellschaften zum Beispiel auch und von Fragen, wie Unterdrückung eigentlich so komplex und tief geworden ist und auch immer mit dem Lösungsansatz, was wir daraus lernen können und was das in der Praxis heißt, was wir von vorherigen Widerständen auch lernen können. Das aber nicht nur, um einfach nur so Wissens zu sammeln, sondern schon auch mit einem Praxisbezug, wie gerade gesagt. Und da ist Rinwa eben auch so ein Beispiel, weil das auch auf einer Analyse basiert. Okay, wie haben Menschen eigentlich zusammengelebt, bevor patriarchale Unterdrückung entstanden ist? Zum Beispiel ökologischer, nachhaltiger, als wir es heute tun. Oder eben in einer Bedeutung und auch zentralen Rolle auch von Frauen und eben auch kollektiv mit einem gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozessen. Und somit war die Idee, ein Frauendorf aufzubauen, bei dem Frauen ohne den Einfluss von Männern mit ihren Kindern zusammenleben und dann auf Basis von diesen Werten und auch bei der Findung von gemeinsamen Werten das Zusammenleben von Frauen auf Basis von Ökologie und Gemeinschaft sozusagen erproben. Das ist der Praxisbezug sozusagen zu dieser Analyse oder zu dieser, ja, geschichtlichen Forschung sozusagen. Und ein weiterer Punkt der Genealogie, der es von Wissenschaften, wie sie vielleicht eher so geläufig sind, abgrenzt, ist, dass es halt keine Trennung von Subjekt und Objekt geben soll, sondern dass Wissen von innen heraus entstehen soll. Und so in der Genealogie gehen wir halt davon aus, dass eigentlich in der Gesellschaft selbst auch viel Wissen besteht und es geht darum, halt dieses Wissen mit einem ganzheitlichen Blick zusammenzuführen. So als Beispiel könnte man sagen, okay, es gibt zum Beispiel viele oder es gibt Konzepte von, wie eine community-basierte Gerechtigkeitsfindung aussehen kann. Und dazu gibt es auch einen Praxisbezug. Und diese Praxis und Theorie, so Wissen, Suche nach diesem Wissen danach, könnte sich in der Genealogie finden, zusammen auch mit aber anderen Themen, auch die halt für uns wichtig sind, wie zum Beispiel Gesundheit, wo es zum Beispiel Konzepte von alternativen Heilmethoden gibt und das halt auch einen Praxisbezug hat und dann aus diesem Praxisbezug wieder neues Wissen gezogen wird. Und die Genealogie fasst halt dieses unterschiedliche Wissen, was es gibt, was es auch schon in der Gesellschaft gibt, und einen Praxisbezug hat zusammen. So ist es halt auch in Rinwa, dass halt das Wissen von innen heraus dann sozusagen entstehen, dass jetzt nicht jemand dahin fährt und sagt, ah, okay, hier läuft das so und so und so, spannend, okay, schreibe ich auf, sondern halt die Frauen selbst sich regelmäßig treffen und dann ihre Erkenntnisse irgendwie zusammenbringen, was sie aus dem Zusammenleben ziehen sozusagen. Und das sind dann zum Beispiel auch solche Sachen, wie das jetzt nicht vorher schon entschieden wurde, okay, wenn jetzt zum Beispiel die ganzen Kinder, die da leben, die Jungs irgendwie groß sind, dass sie dann ausziehen müssen, sondern dass er sich so in der Praxis sozusagen geguckt wird. Also es gibt mittlerweile 8 bis 9 Frauen, die da leben, obwohl, also es sind noch nicht alle Häuser, die es dort gibt, sozusagen gefüllt. Also es gibt nämlich 30 Wohnhäuser und es leben ungefähr 30 Kinder dort. Da sieht man die Häuser. Die sind alle auch aus so einem Stroh-Lehm-Gemisch gebaut. Also eigentlich auch mit einer Bauweise, die es schon lange in der Region eigentlich gibt, die sich halt sehr gut eignet, weil es, wenn es sehr heiß ist, dann ist es innen kühl und wenn es kalt ist, ist es innen warm oder kann gut beheizt werden. Das ist halt auch sehr passt dann. Und viele der Frauen, die dort eingezogen sind, kommen halt auch schon mit einem Hintergrund von zum Beispiel häusliche Gewalt, die sie erlebt haben, und dann ist das halt ein Ort, wo sie hin können. Oder zum Beispiel, wenn ein Ehemann gefallen oder gestorben ist, dann ist es auch nicht unbedingt so, dass dann, oft ist es so, dass Frauen dann zurück in die Familie von sich oder vom Ehemann müssen, und wenn sie da jetzt nicht so Bock drauf haben, dann ist das ein Ort, wo sie hinkommen können. Aber auch einige Frauen, die einfach keine Lust mehr hatten, mit Männern zusammenzuleben oder das mal ausprobieren wollten oder das einfach im Fernsehen gesehen haben. Also es kommen da eigentlich auch unterschiedliche Realitäten zusammen, aber für alle eigentlich so ein ziemlicher Neuanfang. Und ich glaube, auch diese Idee an sich auch auf jeden Fall was Neues ist so und trotzdem auch sehr verwurzelt. Also es ist auch nicht so eine Blase, so hatte ich das Gefühl, weil wir waren zum Beispiel bei einer Eröffnungsfeier dort, wo man eigentlich auch gerade noch Bilder gesehen hat. Das war am 25. November letztes Jahr. Da kamen eben auch die ganzen Leute aus den umliegenden Dörfern, mit denen wurden halt alle vorher gesprochen und dann so Gespräche geführt, und wenn es Bedenken gab, dann eher der Dialog gesucht sozusagen. Und genau, was halt noch das Ding ist, dass es halt noch von den 30 Häusern, die da sind, jetzt nur sozusagen 8 gefüllt sind, dass eigentlich noch mehr Leben da einkehren muss. Aber ich denke, diese Idee von, dass
dass es überhaupt möglich ist und dass sich das bewährt, muss sich vielleicht noch mehr verbreitern, dass, ja, dass es noch mehr so Anschluss findet sozusagen. Und genau, es gibt eine Akademie, die auch von, auch nicht nur von Frauen, es gab da zum Beispiel auch sozusagen kritische männliche Männlichkeitsbildung, also eine Bildung für Männer in der Region, aber auch von zum Beispiel eine junge Frauenbildung darüber, also in der Region eben von den Frauenstrukturen, wenn da Bildung von den Strukturen drumherum, wenn da Bildung stattfindet, dass da halt auch ein Ort ist, wo das passieren kann. Es gibt eine Schule, wo zwei Unterrichtsklassen bisher sind, eine kurdische und eine arabische. Und genau, man sieht eigentlich auch, dass die ganzen Häuser auch so sehr in so organischen Formen gebaut wurden. Und da wurde sich auch sowas bei gedacht, dass es auch mehr an eine ökologische und Gemeinschaftlichkeit irgendwie rankommt. Das ist, glaube ich, ein Gesundheitszentrum, was da aufgebaut wurde, wo jetzt gerade noch anläuft, dass Frauen sich finden, die da mehr sich mit alternativen Heilmethoden da was lernen. Es gab da zum Beispiel eine Bildung für die Frauen im Dorf, wo eine Freundin kam für 10 Tage, glaube ich, um da alternative Heilmethoden beizubringen. Und dass sich das aber nochmal so kontinuierlicher aufbaut, das braucht auch noch Zeit. Aber es gibt auf jeden Fall schon ein Gebäude auch. Das sind halt Kinder dort, die dort leben. Und ja, das ist eigentlich auch etwas, was so voll für mich sichtbar war, dass das gar nicht so kleinfamilienmäßig war, von jedes Kind gehört zu einem Haus, sondern dass eigentlich in jedem Haus immer alle möglichen Kinder waren, wenn wir irgendwo waren. Und dass eher so ein, also die Mütter von allen Kindern so ein bisschen sind. Ja, es gibt eine Bäckerei, es gibt eben verschiedene Verantwortlichkeiten in dem Dorf, wo das, also das gemeinsame Zusammenleben ist halt auch das, dass so eine Frau die Bäckerei macht, eine den Garten, dann eine den Laden schmeißt. Es gibt auch sowas wie ein Späti. Ja, das ist der Garten, der ist auch noch so richtig groß. Der geht noch so richtig weit da hinten hin. Da wo, ja, eigentlich jetzt so das Ziel ist, sich selbst zu versorgen, auch in dem Dorf. Und da wird auch schon richtig viel gepflanzt. Und wir waren ein bisschen auch unterwegs und haben uns verschiedene Städte angeguckt und mit verschiedensten Institutionen gesprochen oder Frauen in den Gesellschaftsarbeiten. Wir waren also als zweite Station in Kobani. Das ist ein Foto von, als Kobani noch zerstört war vom Krieg, weil viele von euch kennen, ist ja auch ein Symbol geworden gegen, also ja, weil es einen erbitterten monatelangen Häuserkampf gab, 2014 bis Anfang 2015, gegen Daesh, wo es ja auch sehr viele weltweite Proteste gab. Und es auch so ein bisschen mit dem Mythos gebrochen wurde, dass Daesh unbesiegbar ist. Und da wurden halt auch die Kämpferinnen der YPG-Einheiten, der kurdischen Selbstverteidigungseinheiten, bekannt, weil die da auch Seite an Seite mit den Männern gekämpft hatten, was wiederum einen Einfluss auf die Gesellschaft hatte. Also wir haben da eigentlich mit allen unseren Gesprächspartnerinnen ging es immer sehr viel darum, dass also gerade durch Kobane sozusagen auch so ein Bruch in dem Frauenbild passiert ist, also zumindest in den Familien, dass viel darüber diskutiert wurde, die Rolle der Frauen oder sich auch die Frauen, mit denen wir gesprochen hatten, ermutigt gefühlt haben, ja auch selber aktiv in die Gesellschaftsarbeiten auch zu gehen oder sich überhaupt einzubringen. Und wir haben da auch so Einblick in das Kriegsszenario und das Ausmaß der Zerstörung der Stadt bekommen, also ein bisschen, weil es gibt halt noch einen Stadtteil, der noch zerstört ist und auch so gehalten soll, also als Art Museum. Und hier auf dem Foto sieht man noch die türkische Flagge, weil das ist direkt an der türkischen Grenze. Dahinter sieht man auch die Mauer. Also es gibt zwischen Türkei und Syrien eine ungefähr 700 Kilometer lange Betonmauer. Und wir waren da mit ehemaligen Kämpfern der YPG unterwegs, die da gekämpft haben. Und die haben uns halt die Orte gezeigt und viele Geschichten erzählt, was da passiert ist. Genau, das sind so paar Eindrücke von den Häusern, die, ja, es gab halt, das war konkret, ja, Häuserkampf, Haus für Haus. Es war auch Winter, die Bedingungen waren auf jeden Fall schwierig, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Essen. Wir waren dann auch eingeladen bei dem Rat der Familien der Gefallenen
die also sozusagen die sich in einem Rat zusammen organisiert haben, Familienangehörige. Und da, das ist so ihr Haus, sie haben da so eine riesige Halle mit Bildern von gefallenen Kämpfern und Kämpferinnen, aber nicht nur in Kobane, sondern halt auch in anderen Städten der letzten Jahre. Und die Gefallenen haben da auch eine sehr besondere Bedeutung, also eh auch schon immer in der kurdischen Geschichte oder Widerstandsgeschichte. Also sind sehr eingebettet auch in die Widerstandsgeschichte. Es wird auch Kraft daraus gezogen und also nicht in Ohnmacht und Lähmung verfallen, sondern es ist sozusagen ja, also ein Kampf, den man halt weiterführt, wofür die Gefallenen gefallen sind. Und die haben uns auch eingeladen, wir sind dann abends mit denen auf den Friedhof gefahren, auf den gefallenen Friedhof, da war gerade eine Zeremonie, also einmal im Monat treffen sich die Familien da auf dem Friedhof und da werden Kerzen angezündet abends und es wird so gemeinsam getrauert. Und ja, genau, da waren wir an dem Abend mit denen da. Dann besuchten wir unter anderem auch die autonome Selbstverwaltung in Kobane. Das ist auf dem Dach das Foto von der Selbstverwaltung. Da sieht man eigentlich auch, dass der Wiederaufbau total, also fast schon, also nicht nur im Gange ist, sondern schon super viel gebaut wurde. Und wir haben da mit unterschiedlichsten Kommissionen gesprochen, unter anderem auch mit diesen beiden Frauen. Die Frau Rechtsgule heißt sie, ist in der Bildungskommission und die hat uns so ein bisschen was über das Bildungssystem erzählt und auch über Bildungsarbeiten, wie sie mit Frauen arbeiten und vor allem auch mit Männern. Also dass es gemischte Bildung gibt. Es gibt zuerst autonome Frauenbildung, wo über Frauenrechte aufgeklärt wird und dann gibt es aber auch gemischte Bildung und auch separate Männerbildung. Also da sind die gerade voll dabei. Mit ihr war es auch interessant, weil sie hat auch nochmal viel darüber erzählt, auch so aus ihren eigenen Erfahrungen mit den Schwierigkeiten, auch bei der Einführung mit dem Co-Vorsitz, was ich vorhin erzählt hatte, dass es ja immer ein Mann und eine Frau im Vorsitz gibt, dass es schon sehr schwierig war, bis Menschen das auch so angenommen haben oder halt sich nicht zuerst an den Mann gewandt haben mit ihren Problemen und sich auch Frauen erstmal so ein Selbstbewusstsein erkämpfen mussten. Und genau. Dann haben wir noch mit einer Vertreterin von der Energiekommission gesprochen. Das war auf jeden Fall auch interessant. Und die hat uns nochmal erzählt, also da geht es eher um Elektrizität vor allem und Brennstoffe und Gas. Das ist so ihr Aufgabenbereich. Und der Strom kommt von 3 Staudämmen. Und das größte Problem ist aber das Wasser, weil das halt Wasserkraftwerke sind. Und die Türkei staut auch das Wasser an, aber davon da wird später noch ein bisschen was darüber erzählt werden. Und die Stromversorgung läuft halt nur über Wasserkraft und das reicht aber nicht. Und deswegen gibt es halt zusätzlich auch viele Generatoren. Also man sieht da auch überall auf der Straße rattern die Generatoren. Und die kümmern sich halt hauptsächlich in der Energiekommission darum, dass es halt eine Grundversorgung an Strom gibt für alle Haushalte. Dann haben wir mit ihr auch länger darüber gesprochen, genau, weil mit der Ökologie und mit den erneuerbaren alternativen Energieplänen und sie hat uns auch viel erzählt über Solarpläne und Biogasanlagen und meinte aber, also es gibt die Pläne, aber momentan sind die Bedingungen einfach super schwierig und es reicht, also genau, sie kümmern sich gerade einfach nur darum, dass halt die Stromversorgung irgendwie läuft. Ja. Dann sind wir weitergefahren nach Minbij. Ich sag kurz was. Achso, genau. Genau, wir würden jetzt zu den neu befreiten Gebieten kommen. Die sind alle südlich oder östlich, südöstlich. Ihr seht da unten Raqqa. An dem Ende des Staudamms, des Stausees, ist noch Tabqa, da waren wir. Und Minbij, genau, seht ihr, glaube ich, auch, ist da westlicher vom Euphrat. Wir waren in den drei Städten. Wie erwähnt, das sind vorwiegend arabischsprachige Bevölkerung und die Region wurde zwischen Sommer 2016 und Winter 2017 von Daesh durch die Kesseder, also die demokratischen Kräfte Syriens und die Yepeshjon Yepeke befreit. Warum hat das so eine große Relevanz? Es ist eine Art Testphase, also die Ausbreitung der Idee der Selbstverwaltung auch außerhalb der kurdisch dominierten Bereiche.
Zum Beispiel leben in Minbij nur 15% Kurden, der Rest sind größtenteils Araber. Und das ist halt, hat eine politische Relevanz, weil jahrzehntelange Spaltungspolitik betrieben wurde, von Seiten Syriens eben die arabische und kurdische Bevölkerung zu spalten, sie gegeneinander aufzuhetzen. Und genau, das ist jetzt eigentlich der Moment zu gucken, hat das geklappt, hat das nicht geklappt. Es haben Zwangsumsiedlungen damals stattgefunden. Und mittlerweile ist eben diese Ausweitung des demokratischen Systems vorangeschritten, also seit ein, zwei Jahren. Und die Ausweitung ist aber natürlich auch Assad ein Dorn im Auge. Es wird dadurch auch deutlich, dass es eben nicht um die Gründung von einem kurdischen Nationalstaat geht, sondern die Vertretung aller Bevölkerungsgruppen in einem demokratischen System angestrebt wird und es eigentlich ein Gesellschaftsmodell für den gesamten Nahen Osten ist, zumindest genau ein Modell, was dafür geeignet wäre. Es geht auch nicht darum, die Organisierung, wie sie jetzt schon in Nordsyrien stattfindet, genau so auf den östlichen Teil zu übertragen, sondern der Anspruch ist schon, eine eigene Organisierung der Leute vor Ort voranzutreiben. Was sind die spezifischen Probleme vor Ort und genau, die mit einzubeziehen. Das ist generell ein Gebiet, was seit dem syrischen Bürgerkrieg immer fremd kontrolliert wurde. Es waren unterschiedliche militärische Kontrolle, die FSA war da, Al-Nusra-Front, 3,5 Jahre haben die Leute zum Beispiel in Tabqa unter Daesh gelebt und auch das hat natürlich Auswirkungen, ist halt einerseits eine sehr große Herausforderung, jetzt eine Selbstverwaltung dort aufzubauen, weil natürlich die Folgen von Krieg da sehr präsent sind und auch damit ein Umgang gefunden werden muss. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine große Chance, die eigenen Interessen vertreten zu können. Also viele Frauen, mit denen wir geredet haben, meinten, es ist für die das erste Mal, dass sie ihre eigenen, also dass sie erstmal wieder sichtbar sein können und dass sie ihren eigenen Interessen eben auch kundtun können. Genau, wir waren da nur relativ kurz unterwegs, auch wegen der Sicherheitslage. In den Gebieten gibt es noch sehr viele Anschläge durch Daesh, also sehr viele Schläferzellen, die noch aktiv sind. Das heißt, genau, wir sind eher, haben versucht, wenig sichtbar zu sein auf den Straßen und sind eher zu den Interviews hin und wieder weggefahren. Genau, das ist noch ein Bild, das ist ein Torbogen am Stadtrand von Tabqa. Genau, wie ihr seht, ist das noch, hat das noch diese Optik von Daesh. Also die haben auch nach außen gewirkt, indem sie alle schwarz und weiß angemalt haben. Genau, der wird gerade, also als wir, ist ein schlechtes Bild, weil wir mit dem Auto dran vorbeigefahren sind und aus dem Auto raus fotografiert haben. Aber genau, das wird sozusagen gerade auch noch umgebaut. Aber da sieht man, wie aktuell sozusagen die Situation gerade ist. Das ist der Staudamm, der schon erwähnt wurde, in Tabqa. Da wird der Assad-Stausee gestaut. Das ist der größte Stausee ganz Syriens. Ja, ich erzähle erstmal ein bisschen was über die Geschichte von Tabqa. Genau, ab 2012 wurde es halt von verschiedenen Söldnergruppen und Milizen kontrolliert. Am 10. Mai 2017 wurde es letztendlich befreit und das waren nach 50 Tagen Kampfhandlungen. Die Stadtverwaltung wurde dann schon am 25. Mai eröffnet und am 19. Juli, also gerade mal 2 Monate danach, hat sich der Frauenrat gegründet. Im September dann der Legislativrat und was wir zumindest in Minbij noch erfahren haben, werden da die Gesetze so gemacht, dass sich alle 15 Tage Studierende, Leute aus dem Rat und Leute von den Großfamilien zusammensetzen, darüber diskutieren und dann wird am Ende immer abgestimmt, welche Gesetze sie haben wollen, welche nicht. Also mit sehr großer Beteiligung auch der Leute, die dort vor Ort leben. Ab dem 1. Dezember 2017 gab es dann die offizielle zivile Selbstverwaltung, die gegründet wurde. Nach der Befreiung haben da ungefähr 16.000 Menschen nur noch gelebt und ein Jahr später schon 80.000. Es sind halt sehr viele während der Belagerung von Daesh geflohen oder wurden vertrieben. Und es waren große Bemühungen danach, die Bevölkerung wieder zurückzuholen. In der Zeit, in der wir da waren, waren dann 80% der Strom- und Wasserversorgung wiederhergestellt und ein Krankenhaus wurde wieder eröffnet und ein Geburtshaus, als auch viele Bildungsakademien. Und zu dem Staudamm, genau, wie gesagt, der größte ganz Syriens. Während wir da waren, haben nur 3 der 6 Turbinen funktioniert. Und wie schon, also der IS hat da den Staudamm als militärisches Hauptquartier genutzt.
Und wie eben gerade die Freundin schon meinte, wird mit dem Wasser halt sehr viel Politik betrieben. Also die Wasserpolitik der Türkei hat einen großen Einfluss, weil der Zufluss eben aus der Türkei kommt. Das heißt, sie können selber kontrollieren, wie viel Wasser sie durchlassen, ob sie Wasser durchlassen. Generell lassen sie im Frühjahr und Sommer sehr wenig Wasser durch, weil genau da wird es gebraucht. Und entscheiden sich aber auch manchmal dazu, bewusst zu fluten, damit Überschwemmungen entstehen, gerade wenn es viel regnet. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf die Energie- und die Strompolitik, sondern auch auf das Trinkwasser, weil in Koban und Minbij von dem Tischrin-Staudamm, der ist noch mal ein bisschen nördlich davon, von dort auch das Trinkwasser geholt wird. Genau, Energiepolitik basiert halt hauptsächlich auf Erdöl. Es gibt auf jeden Fall Ideen, über erneuerbare Energien zu betreiben, aber das ist halt durch das Embargo, was besteht, unglaublich schwer umzusetzen und zu realisieren. Es ist auch sehr schwer, allein die anderen Turbinen irgendwie in den Gang zu kriegen, weil die Mittel dafür gar nicht da sind oder die Baustoffe nicht durchgelassen werden. Auch wenn der politische Ansatz eigentlich da ist, lokal Energie zu produzieren. Als neueste Nachrichten, also in den letzten Tagen, gab es wohl Gespräche zwischen Damaskus und Tapka, dass Ingenieure aus Damaskus gesendet werden, um den Staudamm zu reparieren und dann den Strom aufzuteilen in beide Gebiete, also sowohl Damaskus als auch in der Region, weil mittlerweile nur Tapka und die nähere Umgebung überhaupt beliefert werden können. Das ist der Frauenrat in Tapka. Der wurde genau September 2017 gegründet und der ist eigentlich Anlaufstelle für alle möglichen Probleme der Frauen oder sind eigentlich Ansprechpartner für alles Mögliche. Was gerade so ein großes Problemfeld ist, sind zum Beispiel Zwangsheiraten, die mit Daesh stattgefunden haben oder auch Zwangsheiraten mit anderen Personen, damit sie nicht Daesh heiraten müssen oder nicht an Daesh verkauft werden. Und es gibt mittlerweile einfach massenhaft 16-, 17-jährige Frauen, die mit zwangsverheiratet wurden. Und das wirkt sich natürlich jetzt auch auf die Probleme in der Familie aus, weil sie schon mal verheiratet waren und nun alleine dastehen. Also das sind unter anderem die Probleme, mit denen sich der Rat dann auch beschäftigt. Wir haben in den Regionen sehr viel erfahren über das Leben unter Daesh, vor allem als Frau, also von öffentlichem Auspeitschen, auch irgendwie Verschleppung von den Männern, die irgendwie unterwegs waren und vielleicht nicht bei Daesh mitgemacht haben. Und generell gibt es sehr zerrüttete Familienverhältnisse und sehr viele Traumata natürlich. Die Fernsehen wurden weggenommen, Telefone wurden weggenommen, es gab gar keinen Kontakt zur Außenwelt und gerade für Frauen eigentlich gar kein soziales Leben mehr. Daesh hat die Läden geplündert, hat Häuser enteignet, wenn sie gerade Häuser brauchten oder wenn das Haus besser aussah. Und der Frauenrat hat nach der Befreiung erstmal ein Fest der Befreiung gefeiert. Und das waren ganz nette Bilder, weil die uns gezeigt haben, wie alle Frauen plötzlich bunte Kleider kaufen, weil unter Daesh eben nur schwarz getragen werden durfte. Und ansonsten organisieren die Demonstration zum Beispiel zum Tag, der Tag gegen Gewalt an Frauen. Und was in Tapka auch, was dort auch gibt, wie in eigentlich jeder Stadt, ist eine Akademie. Das ist die Frauenakademie. Genau, die Themen, die da behandelt werden, sind einmal so der Aufbau der Selbstverwaltung, auch die Ideologie des demokratischen Konföderalismus, die Geschichte der Region, die Religion wird thematisiert, auch Geschichte des Nahen Ostens, als auch Selbstverteidigung. Genau, es gab auch lokale Selbstverteidigung, die gelehrt wurde nach der Befreiung, damit die Bevölkerung sich selbst verteidigen kann, also und nicht auf das Militär in jedem Moment angewiesen ist. Am 2.2.2018 war da der erste Durchlauf an der Akademie. Die dauern so 25 Tage und in der Zeit sind die Frauen dort alle zusammen, sind so 35 bis 40 Frauen und organisieren ihr Leben gemeinsam. Also wird aufgeteilt, wer kocht, wer putzt und lernt sich auch einfach erstmal wieder kennen und sind zusammen.
weil es da noch relativ schwer ist zu sagen, dass eine Frau 25 Tage am Stück von zu Hause weg ist, hatten die sich dann so geeinigt, dass einmal die Woche die Familie zu Besuch kam und die Mutter oder die Frau sehen konnten. Da gab es, als wir dann da waren, also dann, das muss so 9 Monate danach gewesen sein, gab es insgesamt 7 Durchläufe und die Nachfrage ist relativ groß. Wie das verbreitet wird, das ist eigentlich so Mund-zu-Mund-Propaganda. Leute, die in den Akademien waren, erzählen das weiter. Und ansonsten auch die Frauen, die in den Institutionen arbeiten, die bilden sich da auch weiter. Es gibt abgesehen davon auch noch wöchentliche Bildungen und Alphabetisierungskurse. Dann hatten wir die Möglichkeit, ins Kulturzentrum dort zu gehen. Von der anderen Seite des Gebäudes, da haben wir leider keine Aufnahmen mehr von. Das sieht komplett zerstört aus. Also ich dachte am Anfang, dass wir in einem anderen Gebäude sind. Das ist von der anderen Seite komplett zerbombt. Und hier sieht man noch die eine Seite davon. Zu Regimezeiten war das auch ein Kulturzentrum. Und dann unter Daesh wurde es zu einem Gefängnis umfunktioniert, wo im Keller die Jesidinnen, die sie verschleppt hatten, gefoltert wurden. Und das war sehr beeindruckend, da zu sein, weil es eher wie so ein soziales Zentrum wirkte. Also Frauen und Männer saßen alle zusammen im Raum, wir sind angekommen und die haben uns erstmal nochmal erzählt, wie das Leben dort vorher war und haben uns dann rumgeführt in dem Kulturzentrum. Kultur hat halt eine große Bedeutung da, weil jetzt alle die Möglichkeit haben, ihre Kultur wieder auszuleben und sie hatten eine Bücherei dort vor Ort, das waren Bücher, die sie vor den Verbrennungen von Daesh geschützt haben, auch Gemälde, die da vor Ort waren, die sonst zerstört worden wären. Die Co-Vorsitzende des Kulturzentrums hat auch nochmal gesagt, dass für sie als Frau das Leben, also sie meinte, wir waren wie Tote in der Zeit, in der Daesh hier gelebt hat. Und umso schöner war es zu sehen, wie offen die Leute da mittlerweile sind, beziehungsweise wie sehr sie die Orte und die Kultur auch zeigen wollen. Zu dem Bild von eben, also diese schwarz-weiße Optik von Daesh, ist das jetzt ein Blick auf Tabqa, ist halt bewusst bunt gehalten und ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Stadt, also sehr schön gelegen am Euphrat. Das ist ein Bild in Raqqa, das war unsere nächste Station. Raqqa war nach Mosul die letzte große Stadt, die von Daesh kontrolliert war und wurde im Oktober 2017 befreit. Krass zerstört immer noch, überall sehr zerbombte Häuser auf jeden Fall. Inzwischen sind die Straßen und die Parks von Trümmern und Minen geräumt und so mindestbasics der Infrastruktur, der Strom-Wasserversorgung steht schon wieder. Vor ein paar Tagen wurde das neue Krankenhaus auch eröffnet. Und jetzt inzwischen gibt es in Raqqa 15 Frauenräte und es sind inzwischen über 3000 Frauen, die darin organisiert sind. Und es gibt auch erste Frauenkooperativen. Wir haben da einen Frauenrat besucht. Ach so, genau, das Foto ist unsere Begleitung gewesen, die Selbstverteidigungskräfte. Und das nächste Bild ist mal so ein Eindruck. Genau, also oben sind halt zerstörte Häuser und unten die Läden. Also das Leben geht da weiter. Das war rechts die Vorsitzende vom Frauenrat. Einige kennen sie vielleicht. Sie war auf Deutschland-Tour letztes Jahr im Oktober. Genau, die haben unter anderem auch erzählt von den Arbeiten im Malajin. Das sind wie so Frauenberatungsstellen, wo so Probleme von Familien, aber auch Frauen gelöst werden. Und sie haben innerhalb von einem Jahr 500 Frauen bei der Lösung geholfen und meistens was auch schon gesagt wurde, waren es halt Probleme, die infolge der Herrschaft von Daesh auftraten, also die Scheidungen jetzt, die daraus resultieren. Links ist eine Frau, die, das war ganz interessant, die war dann im Stadtzentrum, die hat uns ihren Laden gezeigt, den sie mit ihren 9 Schwestern betrieben hat, die letzten Jahre auch unter Daesh. Die haben sich, also die Links hat sich als Mann verkleidet und war sozusagen außerhalb von dem Laden unterwegs, um Besorgung und Einkäufe zu machen. Und die haben halt die ganze Zeit den Käse, es ist so ein Käseladen, Milch- und Käseladen betrieben, aber mit einem Vorhang davor, dass man nicht sehen konnte, dass da Frauen arbeiten. Also es gab auch durchaus Tricks, um zu überleben. Genau, also das war auch nochmal so ein Beispiel, also
und von den ganzen krassen Geschichten, die wir gehört haben, halt, dass es auch so Widerstände gab, die jetzt unbedingt vielleicht nicht so sichtbar sind, aber es gab sie. Damit würden wir erstmal mit der Rundreise schließen. Das ist nochmal ein Foto, so ein typisches Rojava-Bild mit viel Getreide, kaum Bäume. Das andere Foto ist so eine Erdölförderungsanlage. Die gibt es, es ist genau erdölreiches Gebiet, wurde ja schon gesagt. Die Verwaltung finanziert sich auch durch den Verkauf von Erdöl. Und das nächste Bild sind so Frauenkooperativen. Das ist eine Frauenkooperative in Hasseke. Und genau, also zum Thema Wirtschaft würden wir jetzt gar nicht so viel sagen, weil wir dazu auch nochmal eine extra Veranstaltung machen am 5. Juni in der Weiß. nur so viel, dass sich auch die Wirtschaft oder dass die Wirtschaftspolitik halt auch nach den Prinzipien des demokratischen Konföderalismus orientiert. Also es wird halt nicht zentralisiert oder keine zentralisierte Staats- oder Marktwirtschaft angestrebt, sondern der Aufbau einer dezentralisierten und bedürfnisorientierten Wirtschaft. Uns werden halt Kooperativen gefördert, vor allem Kooperativen von Frauen, um halt die ökonomische Unabhängigkeit zu gewährleisten. Genau. Und der Fokus liegt halt auf der Kommunalisierung von Boden, Wasser und Strom in den Händen der Gesellschaft. Und die ganzen Länder, die vorher ein Regimeland waren, befinden sich jetzt im Prozess der Kommunalisierung, die halt von Kooperativen bewirtschaftet werden. Ja, es gibt auch sehr viele Bildungen, also es wird auch versucht, so eine Mentalität zu ändern oder halt Bildung durchzuführen, zu kommunaler Wirtschaft und so die kapitalistische Mentalität aufzubrechen. Wurde uns auch viel erzählt. Genau, wir haben ja schon öfter jetzt über diesen Gerechtigkeitsbereich geredet. Was als Thema relativ präsent war, waren die Frauengesetze, die 2014 eingeführt wurden. Warum wir darüber reden, daran lässt sich ganz gut zeigen, was sich auch am sozialen Alltag der Menschen dort vor Ort seit Beginn der Revolution geändert hat. Die sind entstanden in einem Frauenausschuss des Gesetzgebenden Rates der demokratischen Autonomie und durch Diskussionen in den Kommunen, in Fraueneinrichtungen und Kongress da, und dann wurden Prinzipien formuliert zur Stärkung der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Die Grundlage dieser Diskussion war generell das Verständnis, dass Männerherrschaft, patriarchale Gewalt und auch patriarchale Gesetzgebung eben Ursache vieler Probleme von Frauen im privaten und auch im öffentlichen Leben sind. Das sind insgesamt 30 Prinzipien. So die relevantesten davon ist einmal das Verbot der Mehrfachehe, Verbot der Zwangsverheiratung, gerade Minderjähriger, dass ein Kind bis zum 15. Lebensjahr bei der Familie der Mutter leben darf oder leben sollte, dann das Verbot des einseitigen Scheidungsrechts, dass vor Gericht die Aussage von einer Frau der Aussage eines Mannes gleichsteht. Das war in Syrien, ist sonst so, dass die Aussagen von zwei Frauen der eines Mannes gleich sind. Brautgeld wurde abgeschafft und verfahrensrechtlich ist bei Gerichtsverfahren, die privaten Rechte von Frauen betreffen, immer eine Frauenvertretung vor Ort im Gerichtsverfahren da, um die Frau zu unterstützen. Wie wurden die Gesetze verbreitet? Vor allem durch so Flyer verteilen, Bildungen. In den Schulen wird dazu unterrichtet. Während wir da waren, haben wir überall Plakate dazu gesehen. Das ist eigentlich überall Thema gewesen. Und die Verwirklichung der Prinzipien erfolgt unter anderem, also das ist ein Bild von einem Maler Jin, was wir schon öfter erwähnt haben. Das sind, also wortwörtlich übersetzt heißt es Frauenhaus. Das sind aber eigentlich Frauenberatungs- und Solidaritätszentren für die sozialen und rechtlichen Probleme der Frauen. Und auch nicht nur der Frauen, sondern ist auch eine Anlaufstelle für Männer und wird auch von Männern genutzt. Genau, es basiert so auf Verständigung und Vermittlung in Gesprächen zwischen den Betroffenen. Neben diesem Maler Jins gibt es auch sozialpsychologische Frauenberatungsstellen bei körperlicher, seelischer und sexistischer Gewalt. Und die Einrichtungen sind generell auch Anlaufstellen bei Gewalt im Namen der Ehre oder wenn Frauen im Namen der Ehre sozusagen Gewalt erfahren oder denen das droht.
Dazu gibt es auch Frauenschutzhäuser und eine Notfallnummer der Frauensicherheitskräfte, der Asahi Shajin, die 24 Stunden erreichbar ist. Genau, was gibt es da so für Probleme? Eigentlich alles Mögliche. Uns wurden, als wir da waren, tatsächlich sehr harte Fälle meistens erzählt. Aber zum Beispiel, wenn die Tochter sich verliebt und die dann zu dem Mann rennt und die Familie aber diese Heirat oder diese liebschaftlich unterstützt und dann die Frau nicht wieder zurücklässt, bei sich wohnen lässt, dann kann die Frau eben zum Beispiel ins Malajin kommen und dann werden die Betroffenen eingeladen und es wird halt versucht, über Mediation das Problem zu lösen. Ist das nicht der Fall oder ist es nicht möglich, da eine Lösung zu finden durch mehrere Gespräche, wird es an die gerichtliche Ebene weitergegeben. Und das sind ungefähr 20% der Fälle, die sozusagen nicht dort gelöst werden. Und dann geht es erst auf die gerichtliche Ebene und auch da gibt es noch die Verständigungskomitees. Also es ist nicht sofort ein Verfahren, sondern auch da gibt es immer die Möglichkeit, sich auch zu verständigen. Genau, die finden alle auch da, ist wieder die Kommunalebene, die Ebene, auf der das meiste passiert und stattfindet. Und es ist eigentlich so ein flächendeckendes Netzwerk von Institutionen, die in allen Städten präsent sind. Und als wir da waren, haben wir schon gesehen, dass es unglaublich gut angenommen wird. Also in Minbij alleine, innerhalb von einem Jahr, wegen der hohen Nachfrage, wurden 3 Malajins eröffnet. Und generell gibt es eine sehr gute Vernetzung zwischen all diesen verschiedenen Institutionen. Was die Auswirkung hat, dass diese Probleme nicht irgendwie als ein privates Problem wahrgenommen werden, sondern ein gesellschaftliches gesellschaftliches Problem. Und es macht ja auch was ganz anderes, wenn sozusagen eine Anerkennung durch die Selbstverwaltung da ist, dass diese Probleme thematisiert werden sollen. Noch ein paar Worte generell zu dem Gerechtigkeitssystem. Wir waren in 2 Gerechtigkeitsakademien. Die neuere ist mittlerweile für die arabischsprachigen Gebiete in Tel Maruf. Ist generell ein relativ anderer Fokus als irgendwie hier im Jurastudium. Es wird viel gefragt, viel Austausch darüber, was bedeutet eigentlich Freiheit, was bedeutet Gerechtigkeit. Also vielmehr auch philosophische Fragen und finden auch Analysen der eigenen Persönlichkeit statt, um Unterdrückungsmechanismen zu verstehen und Lösungswege und Lösungsweisen dafür zu finden. Und das Ziel ist generell, eine moralische und politische Gesellschaft zu errichten und einfach ein besseres Zusammenleben zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Männern und Frauen und den Familien zu gewährleisten oder zu erreichen. Und auf solchen Konferenzen, das war die zweite in dem Kanton Jizil, die stattgefunden hat, wird der Aufbau des Gerechtigkeitssystems nochmal analysiert. Das gibt es nicht nur für den Gerechtigkeitsbereich, sondern das ist generell sehr gängig. Und da ist auch uns nochmal aufgefallen, dass es sehr, alles noch total im Prozess ist. Also es wird dann dort geguckt, okay, was gibt es für Probleme, was müssen wir ändern, was müssen wir anpassen. Und auch wir sind mit unseren Fragen da manchmal nicht so weit gekommen, weil wir halt von sehr starren Regeln hier ausgehen. Und es war mal ganz interessant so zu sehen, dass es einfach auch eine andere Herangehensweise da möglich ist. Ich würde weitermachen mit den Problemen und Herausforderungen. Würde auch erstmal nochmal bei Gerechtigkeit anschließen. Genau, es gibt auch die Fälle, dass die Entscheidungen, die durch die Malajins getroffen werden, dann durch die Kommunen blockiert werden, also nicht umgesetzt werden. In Kobane wurden wir von einer Frau durch die Stadtverwaltung geführt, deren Mann gefallen war im Krieg. Und das Kind ist minderjährig und ist aber bei der Familie des Mannes. Und sie war bei Malajin, eigentlich müsste das Kind bei ihr sein. Aber die Sicherheitskräfte, die dann das eigentlich umsetzen sollten, wollen das halt nicht machen, weil es eine Familie von einem Gefallenen ist. Und das sind generell, also es gibt Regeln, dann ist trotzdem natürlich die Frage, okay, kann man die wirklich umsetzen, wie ist die gesellschaftliche Realität und wie geht man dann damit um? Und ähnlicher Fall von einer Mehrfachehe, wo alle damit einverstanden waren, weil viele Frauen, dadurch, dass viele Männer gefallen sind, auch gerne, eine Zweitehe eingehen, um eben nicht alleine dazustehen. Und dann wird es aber trotzdem durchgesetzt. Also die mussten sich dann, eine Ehe musste getrennt werden. Genau, aber es sind sozusagen, auf jeden Fall gibt es Widersprüche und Probleme. Zu den Bedeutungen der Kämpferinnen, wo ja auch schon was zu gesagt wurde, die haben halt ein sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung, weil sie eben ihr Leben in dem Sinne für die Revolution geben, was aber auch dazu führt, dass so Militär sehr zelebriert wird,
Also wir haben sehr, sehr viele so Kinder in Kampfuniform und Militäruniform gesehen. Und generell besteht halt auch so eine Einheit durch einen gemeinsamen Feind, also gemeinsamer Gegner. Und da ist auch schon die Frage, welchen Stellenwert haben dabei sozusagen die Werte, für die man eigentlich kämpft? Also welche Bedeutung haben die in dem, oder wie kann man diese Bedeutung der Werte mehr vermitteln, auch in so einer Kriegssituation? Auch bei den gerade neu befreiten Gebieten ist auch die Frage, wie weit es sozusagen über eine militärische Einheit auch zu einer politischen Einheit hinaus innerhalb der Selbstverwaltung kommt. Das sind gerade die Entwicklungen, die man genau eigentlich zurzeit so beobachten kann. Es besteht auf jeden Fall eine Selbstverwaltung, aber genau, die syrische Regierung findet das eben auch nicht sonderlich gut und ist auch eine Frage, wie man das langfristig garantieren kann, eine Selbstverwaltung flächendeckend zu etablieren. Es gibt auch so eine selektive Wehrpflicht, also die Wehrpflicht ist 13 Monate, aber Familien, die die wird nur umgesetzt bei Familien, die keine Gefallene haben oder wo jemand nicht in der JPG ist. Und in dem Bereich der politischen Arbeit, also das sind auch alles Sachen, die uns dort vor Ort von Menschen erzählt wurden, bei denen wir waren, mit denen wir geredet haben, besteht natürlich auch die Angst, dass die Arbeit in den Räten zu einem normalen Job verkommt. Also man sich natürlich an das gegebene System, was dort existiert, anpasst, um die Lebensbedürfnisse, erstmal die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und bei den, also generell ist auch eine sehr starke Institutionalisierung und Bürokratisierung wahrzunehmen. Also in einer Kleinstadt wie Amude gibt es zum Beispiel 35 Institutionen. Oder um an eine neue Gasflasche zu kommen, muss man erst zu vier verschiedenen Institutionen rennen, sich einen Stempel holen, bis man dann am Ende diese Gasflasche bekommt. Das hört sich jetzt alles auch wieder sehr negativ oder sehr problematisch an, aber es ist einfach eine Realität, wie organisiert man Gesellschaft? Also das sind genau die Fragen, die, glaube ich, viele von uns sich auch irgendwie hier stellen. Und was man da immer nicht vergessen darf, ist, dass man über einen Hintergrund spricht, eine Region spricht, wo es Krieg gibt, also dass die Gesundheitsversorgung nicht gewährleistet werden kann, deswegen viele Leute nach Damaskus müssen oder nach Bashur, nach Südkurdistan in den Nordirak, um behandelt werden zu müssen, dass die Ökologie ganz andere Ziele hat, aber es halt schwer umzusetzen ist, was erneuerbare Energien betrifft. Genau, das sind alles auch logische Konsequenzen der Realität dort vor Ort. Und was man als generelles Problem noch bezeichnen könnte, ist halt die Frage, wie kann man langfristig Sicherheit schaffen? Also langfristig ein System von Sicherheit aufbauen, dass Menschen in das System vertrauen, sich beteiligen und darin auch irgendwie Stärke sehen. Und genau, es besteht nämlich auch noch oft, also wir haben bei allen, bei denen wir waren, gab es Verwandte in Europa, die vor der Revolution, während der Revolution und danach nach Europa geflohen sind oder emigriert sind. Und Kinder, die eben weiterhin auf die Regimeschulen geschickt werden, in den Gebieten, in denen das möglich ist, weil eben die Abschlüsse nicht anerkannt werden. Wir haben noch einen Ausschnitt aus einem Video, wo auch nochmal eine Person, eine Frau, die in einer Kommune in Amude arbeitet, was erzählt. Seit Beginn der Revolution sind wir dabei und haben viel erlebt. Sowohl Schwieriges als auch Positives. Wir haben auch die Kraft und die Organisation der Frauen innerhalb dieser Bewegung kennengelernt. Mit Fortschritten wie mit Rückschritten. Gott sei Dank, es hat sich vieles verbessert und zunehmend positiv entwickelt. Ich bin seit 3 Jahren aktiv und repräsentiere die Frauenkommune. Wir arbeiten viel. Ich spreche nicht nur für mich, sondern viele Aktive in den Kommunen sehen es ähnlich. Wir machen sehr viel für die Gesellschaft, arbeiten viel und strengen uns sehr an. Wir vernachlässigen dabei zum Beispiel die Hausarbeit oder unsere Kinder und Familien. Wir gehen in die Kommunen und in die dortigen Aufgaben.
nehmen viel an politischen Aktivitäten teil. Unsere Kritik an den Verantwortlichen der höheren Ebene, obwohl wir von allen Ebenen der Selbstverwaltung die größte Last tragen und die meiste Arbeit erledigen, wird unser Einsatz nicht entlohnt. Aber obwohl wir ohne Aufwandsentschädigung so viel arbeiten, habe ich persönlich einen Nutzen davon gehabt. Ich habe meinen Horizont und mein Bewusstsein erweitert, in intellektueller und moralischer Hinsicht. In der Kommunearbeit habe ich viel mit anderen Menschen zu tun und die Gesellschaft besser kennenlernen können. Im politischen Bereich habe ich jetzt mehr Erfahrung. Ich kann meine und die Lage in Rojava besser einschätzen. Ich kann zwischen Freund und Feind unterscheiden. Und ja, es macht Spaß, wenn man gesellschaftlich aktiv ist und sich persönlich entwickelt. Ich wurde mir meines eigenen Wertes bewusst, habe mich weitergebildet und viele soziale Beziehungen und Freundschaften geknüpft. Das gefällt mir an der Bewegung besonders. Doch wir kritisieren, dass es keinen Lohn gibt. Wenn es keinen Lohn gibt, werden die Kommunen scheitern. Und wenn die Kommunen scheitern, dann werden auch die Räte und die ganze Selbstverwaltung scheitern. Die Kommunen sind das Fundament. Sie erledigen die alltäglichen Aufgaben der Nachbarschaft und des Viertels. Wenn diese Basisarbeit nicht gelingt, dann scheitern die Menschen an den nächsthöheren Verwaltungsebenen. Dort kennen sie niemanden. Genau, das nur als Eindruck. Genau, was ich da zu diesen Herausforderungen, Problemen aber nochmal abschließend sagen wollen würde, ist, was uns vor Ort auf jeden Fall sehr beeindruckt hat, ist, dass mit welcher Ausdauer und Stärke und Entschlossenheit die Menschen dort vor Ort arbeiten und vor allem welche Hoffnung da ist auf eine Veränderung, eine Hoffnung, dass man was verändern kann und man von den Methoden, die angewendet werden, glaube ich, einiges lernen kann. Also dass, auch wenn es diese ganzen Widersprüche gibt, auch wenn es immer wieder Konflikte auftauchen, dass man das da nicht sein lässt, sondern durch Kritik und Selbstkritik versucht, einen Weg zu finden, über diese Probleme, also mit dem Problem umzugehen und weiterzumachen und halt eine langfristige Perspektive hat. Und genau, dass sozusagen der Umgang mit Widersprüchen nicht den Prozess scheitern lässt. Okay, so zum Schluss, aber dauert vielleicht auch ein bisschen. Ich wollte noch was zur politischen Lage sagen, die so war, als wir dort waren und wie ein bisschen auch bis jetzt ist. Also zum einen waren halt die letzten Kämpfe gegen die Herrscher von Daesh, also der IS in Syrien und Irak, und die letzten Kämpfe waren eben in Deir ez-Zor und die waren Berichten zufolge auch sehr schwierig, weil auch schon bei vorherigen Kämpfen eben immer weiter dann Leute nach Deir ez-Zor sind, wo dann sozusagen noch die letzte, so das letzte Stück vom Kalifat noch war. Und mit vielen Menschen, dort waren eben dann viele Menschen, die dann dort gelandet sind, und die hatten auch, es gab riesige Tunnelsysteme, wo teilweise auch zwei Autospuren drin waren, wo sogar zwei LKWs irgendwie reinpassten. Und deswegen hieß es eigentlich immer wieder, als wir da waren, okay, es ist in ein paar Tagen ist es befreit, und dann, okay, es sind noch mehr Menschen rausgekommen, okay, jetzt ist es in ein paar Tagen befreit, und dann wurden noch mal neue Gänge gefunden. Und der SDF, also die haben sich eigentlich lange gewehrt, auch von der Luft aus anzugreifen. Man hat es eigentlich immer länger hinausgezögert und wurde dann auch gemacht von der Koalition. Sie haben dann eher versucht, dass Leute von sich aus rausgehen, und die Versorgungslage war dann auch sehr schwierig. Und es waren auch viele Zivilisten noch drin, die als Schutzschilder auch verwendet wurden. Und am 21. März war dann eben wurde dann die Befreiung offiziell verkündet.
Und es gab überall Feiern, also dort, wo wir waren, in dem Moment in Derek, da kamen halt auch Leute auf die Straße, es gab wie so eine Parade mit Musik und viel Freude, also auch vor allem, weil eigentlich mit diesem Kampf gegen Daesh halt immer wieder sehr viele Gefallene gab. Insgesamt spricht man irgendwie von 11.000 Gefallenen. Und es war eben sehr präsent, als wir dort waren, dass immer wieder neue Beerdigungen sozusagen waren von Menschen. Und das ist jetzt auch nicht vorbei, weil es immer noch Anschläge gibt auch. Und später gab es dann auch eine allgemeinere, so eine zentrale Feier in Hesseke, wo vor allem auch JPG und JPG und SDF-Leute da waren. Und ja, es war eigentlich ein sehr historischer Moment auch. Ja, die Herausforderung ist halt jetzt, was jetzt ist, so mit den ganzen Leuten. Es gibt halt ein riesiges Hohlcamp zum Beispiel. Ich weiß gerade gar nicht, mit davon noch ein paar Zahlen, wie viele Menschen da eigentlich sind, aber ja, insgesamt einfach viele, 72.000. Ja, und insgesamt einfach viele Leute, wo die Frage ist, also ehemalige oder immer noch irgendwie gefangene IS-Kämpfer, was mit denen ist, dass sie zurückgeführt werden. Was die Selbstverwaltung fordert, ist halt ein internationales Tribunal und die Rückführung dann in die Orte, wo die halt, also in die Staaten, zu denen sie zugehörig sind sozusagen. Ja, und zum anderen ist das jetzt halt ein riesiges Gebiet befreit und viel zerstört, wie es eben vor allem in anderen neu befreiten Gebieten der Fall ist und immer noch ist, stellt sich jetzt die Frage nach dem Aufbau. Und man kann jetzt nicht sagen, dass Daesh jetzt besiegt ist, sondern der eigentliche Kampf gegen den IS und die Gründe, warum dieser überhaupt so stark geworden ist, findet eben auch vor allem in den Köpfen statt. Ja, und das zum einen. Und zum anderen, als wir dort waren, kam ja von Erdogan, wie viele auch schon mitbekommen haben, die Drohungen, dass die Region Nordsyriens, in der die Selbstverwaltung errichtet wird, einnehmen möchte. Und einige Gebiete, zum Beispiel in Girispi, wurden auch vorher schon, ein paar Monate vorher schon mit Artillerie auch beschossen. Und die Drohungen gab es halt schon länger und er konnte da bin ich jetzt nicht so einfach rein, auch weil die USA noch dort stationiert ist und NATO gegen NATO ist halt nicht so einfach mal ebenso. Und vor allem kann er dann nicht auch von der Luft kann nicht einfach angegriffen werden, wie es halt in Afrin der Fall war, weil in Afrin war halt das auch vor allem der Punkt, was auch viel die Freundinnen sagen, was es so schwierig machte und was es auch möglich machte, das einzunehmen. Dann hat Trump aber im Dezember angekündigt, dass innerhalb von 3 Tagen alle US-Soldaten wieder nach Hause sollen, obwohl die Schlacht auch in Deir ez-Zor auch noch gar nicht zu Ende war. Und gab halt dann viele Diskussionen, Debatten da innerhalb der US-Regierung. Und Erdogan hatte schon Truppen auch in Serikanir, Girispi und Mimic zugezogen. Und eigentlich auch entgegen landläufiger Vermutungen war eigentlich das türkische Militär gar nicht diplomatisch und militärisch so gut darauf vorbereitet, östlich des Euphrats in Nordsyrien im großen Umfang selbst militärisch überhaupt initiativ zu werden. Und das hätte eigentlich eher eine monatelange logistische und auch diplomatische Vorbereitung noch gebraucht. Und das hat sich auch daran bemerkbar gemacht, als die Türkei dann nach Mimic ist und sich da stationiert hat, direkt auch russische Truppen und Truppen der syrischen Armee dort auch an der Grenze patrouillierten. Was so ein bisschen die Befürchtung war, dass die Türkei, wie es auch in Afrin war, dann mit Russland auf einen Nenner kommt und zum Beispiel sagt, ich nehme jetzt die Dschihadisten, die in Idlib noch sind, und mit denen nehme ich dann die Region ein und dann die sozusagen auf so einen Deal kommen. Dazu sage ich später noch was, und um das mehr so einzuordnen. Und es drohte halt schon trotzdem auch eine türkische militärische Invasion zusammen mit dschihadistischen Verbündeten, wie es auch in Afrin der Fall war. Dann hat Trump ja diesen Rückzug in 3 Tagen Entscheidung da wieder zurückgezogen, meinte okay, dann erst in ein paar Monaten und kam dann aber mit einer anderen Idee, nämlich die Sicherheitszone. Meinst du das nächste? Vielleicht eigentlich noch was, also genau, das ist die Mauer an der türkisch-syrischen Grenze. Aus dem Flüchtlingsdeal sozusagen auch bezahlt. Es gab dazu dann auch öffentliche Debatten, die eigentlich auch komplett nur auf einen Tweet von Trump eigentlich basierten und wozu sich andere hohe US-Stellen selbst noch gar nicht geäußert hatten. Aber dann hat Erdogan halt direkt gesagt, Sicherheitszone kann ich machen, können wir machen, und sagte dann halt anders, als der Tweet wahrscheinlich gemeint war, Sicherheitszone, um die Bevölkerung vor der JPG und JPG zu beschützen, also ihren eigenen Volksverteidigungseinheiten.
Und als die Türkei dann versuchte, die Zone als weiteren Invasionsgrund so zu instrumentalisieren, war auch trotzdem der dafür nötige Aufmarsch auch nicht abgeschlossen. Ja, und die russische Reaktion kam dann auch prompt. So eine derartige Zone könnte es nur unter Zustimmung und bei gemeinsamer Abstimmung mit der syrischen Regierung geben. Die Lage unterschied sich im Jahre 2019 von jener in Afrin davor. Es gab halt eine wachsende Präsenz zum Beispiel des Al-Qaida-Ablegers Hayat Tahrir al-Sham in Idlib, was halt unter türkischer Observation stand. Und ja, was das angeht, gab es, wie ich auch gerade meinte, schon so diese Spekulation über einen Angriff syrischer Truppen mit russisch-iranischer Unterstützung. Und da würde befürchtet, dass ein Angriff auf Idlib zum teilweise auch Abzug dschihadistischer Kräfte führt und somit zu deren Beteiligung an einer türkischen Offensive. Und da es stand auch die Möglichkeit eines expliziten russisch-türkischen Deals im Raum, der halt auch eine Wiedereingliederung Idlibs in den syrischen Staat und gleichzeitige Akzeptanz einer sich türkischen Sicherheitszone im Norden bedeuten würde. Also schon ähnlich wie in Afrin, aber gleichzeitig beschleunigten halt diese ganzen Invasionen, Truppenrückzug, Sicherheitszone, Debatten eigentlich letztendlich die Verhandlungen auch zwischen der autonomen Selbstverwaltung und dem syrischen Regime, auch weil eigentlich beide kein Interesse haben, Territorium abzugeben und ja auch Russland nicht. Und während es für die kurdische Seite riskant ist, halt Maximalforderungen in Sachen Autonomierechte, die so komplett zu fordern, die eine Einigung mit der syrischen Regierung gefährden, weiß auch die syrische Regierung, dass eigentlich Zugeständnisse in dem Punkt auch notwendig sind, wenn man auf eine Einigung kommen will, wenn halt eine rasche Herstellung so der Souveränität über die Gebiete nordöstlich des Euphrats eigentlich wieder hergestellt werden soll. Und um eine türkische Invasion abzuwenden halt. Und worauf es hinausläuft, wenn es gut läuft, ist halt sozusagen dann ein Schutz der Souveränität des Staates Syriens und die Bildung einer demokratischen Republik, zu der die autonome Administration dann als Teil gehört. Es gab aber auch Gespräche zwischen Türkei und Russland zog dann den Adana-Vertrag aus dem Ärmel sozusagen, also als Gegenvorschlag zur Sicherheitszone. Das ist halt ein Vertrag, den eigentlich die syrische Regierung mit der Türkei 1998 abgeschlossen hatte, wo diplomatisch festgelegt ist, dass Syrien die PKK bei sich bekämpft und wo festgelegt ist, dass die Türkei bei drohender Gefahr Syrien da einmarschieren kann. Aber es gilt sozusagen diplomatisch, dass wenn Syrien jetzt die Selbstverwaltung integriert, dass das dann Bestandteil Syriens ist und nicht die PKK sozusagen, diplomatisch zumindest. Und bisher konnte die Türkei aus der US-Abzugsentscheidung, kann man eigentlich sagen, noch keinen unmittelbaren Nutzen ziehen, weil sie zu der so einer wirklich Invasion jetzt auch noch nicht in der Lage war und gleichzeitig ist die Türkei wirtschaftlich und politisch gerade zunehmend auch instabil, was unter anderem auch mit der jetzt seit Jahrzehnten ungelösten kurdischen Frage zusammenhängt. Ja, es ist trotzdem noch unklar auch, wie Damaskus auf die Vorstellung der Selbstverwaltung reagiert, weil zwischenzeitlich meinen sie halt auch, sie würden das Gebiet notfalls mit Gewalt wieder unter ihre Kontrolle bringen. Aber ein schneller Vertragsabschluss wäre halt auch tendenziell eigentlich im Interesse der Selbstverwaltung, weil die Kräfteverhältnisse sich mit dem Truppenabzug auch mehr zu ihrem Ungunsten eigentlich verschieben. Ja, und eigentlich hat aber auch die Invasionsdrohung wahrscheinlich ungewollt auch trotzdem auch in Damaskus das Interesse an einem raschen Vertragsabschluss gesteigert. Und ja, von den demokratischen Kräften dort, also auch von der Frauenbewegung, wird immer betont eigentlich, dass man sich, auch wenn man diese diplomatischen Verhandlungen mit verschiedenen Seiten führt, sich nicht auf diese verlassen kann und stattdessen man eben auf eine eigene Kraft aufbauen soll, also im Dialog von unten und sich auf diese Kraft verlassen. Zum Beispiel errichtet die Frauenbewegung auch überall in Syrien gerade, also was ihr gerade gesehen habt, den Rat, den es jetzt seit November erst gibt, wo auch aus verschiedenen anderen Regionen in Syrien Menschen dann Teil davon sind und Delegierte wählen, gibt es halt auch von den Frauen, also so einen nationalen Rat der Frauen. Und klar ist es, also es sind auch zum Beispiel Frauen aus Regionen wie Aleppo und Damaskus dabei, das ist natürlich eine andere Situation in einem kleineren Umfang, unter anderen Bedingungen natürlich, aber es gibt da schon auch diesen Dialog von unten und ja, das große Ziel eben auch eine Demokratisierung in Syrien anzustreben. Genau, und hier wird eigentlich
auch deutlich, wie die strategischen Bündnisse eher in einer Selbstverwaltung von unten und global auch gesehen wird. Zum Beispiel als demokratische Konföderation, bei denen sich in Kommunen organisiert wird, wo sich auf andere höheren Ebenen sozusagen dann die Delegierten treffen und auf Basis von emanzipatorischen Werten. Und das sieht man ja auch hier, also wie zum Beispiel die Frauenbewegung jetzt in Frankfurt letztes Jahr die internationale Frauenkonferenz organisiert hat, ist halt ein Beispiel dafür eigentlich, dass wo Frauen aus verschiedenen Bewegungen der Welt zusammengekommen sind und sich ausgetauscht haben. Ja, und während wir da waren, als Reaktion auch auf die Angriffsdrohungen, fand auch eine Generalmobilisierung der Gesellschaft statt. Also ja, es war ein präsentes Thema, aber es war auch irgendwie viel Bewegung und ja, viel Kraft auch, würde ich sagen. Und es gab viel Vorbereitung, auch der zum Beispiel Rettungssanitätsstrukturen Helper SOR. Es wurden Tunnel gebaut, Plan zur Abdeckung gegen Drohnen aufgehangen. Da waren wir eigentlich vor allem in Serikanir, wo gerade so die Truppen zugezogen wurden auf der anderen Seite der Grenze. Und die Bedeutung von Krieg und Embargo war da aber auch zu spüren, weil diese Dinge aufgebaut wurden zur Selbstverteidigung, aber es halt keine, es gab mehr Ideen als das, was ressourcentechnisch eigentlich umgesetzt werden konnte. Ja, und das, was man da jetzt sieht auf den Fotos, sind so Bildungen, also was auch dazu gehört zu den Vorbereitungen, war eben auch die Selbstverteidigung zu dezentralisieren, also dass eben flächenweit eigentlich die Bevölkerung lernt, sich im Notfall auch selbst zu verteidigen und dass es nicht nur abhängig ist von den Selbstverteidigungskräften. Deswegen hat Hepe Jejin Selbstverteidigungsschulung dort, wie man das sieht, in einem Dorf gemacht. Genau, Hepe Jejin sind halt die Selbstverteidigungskräfte der Kommunen. Da gibt es halt auch verschiedene Ebenen sozusagen, die an der Front sind, die in den Kommunen sind und die Asayish, die auch an die Rätestrukturen angebunden sind, aber nicht direkt von den Kommunen. Für die auch die innergesellschaftliche Selbstverteidigung. Genau, dann gab es noch eine Bildung auch in einem Waisenhaus zum Beispiel, wo die Frauen, die dort, was von der Frauenbewegung ist, wo die Frauen, die dort arbeiten, eben auch so eine Selbstverteidigungsschulung gesehen haben, um im Notfall eben sich und die Kinder auch zu verteidigen. Wo wir auch waren, war die Aktion der lebenden Schutzschilder. Also genau, ich habe gerade erzählt, wir waren in Serikanir, da wurden ja auch die Truppen zugezogen und was dann so die Reaktion war, war dann zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt mit der Bevölkerung an die Grenze und machen ein paar Wochen Dauerkundgebung und ein bisschen ja, Party, also nicht in dem Sinne, aber wurde schon also Musik gemacht, viele Redebeiträge gemacht und ja, selbst gesagt, es gab vor allem eigentlich einen Ort geschaffen, wo Leute hinkommen können und dann nicht Angst haben, bei sich zu Hause sitzen, sondern wo man halt gemeinsam war. Und da hat man eigentlich auch, finde ich, voll gemerkt, wie koordiniert auch diese Selbstverwaltung ist, weil alle paar Tage aus unterschiedlichen Orten dann Leute aus den Selbstverwaltungsstrukturen dahin kamen und da dann in den Zelten, also es wurde halt gecampt, sozusagen in den Zelten dann geschlafen, da auch geblieben sind. Ja, und da waren wir auch vor allem mit den Frauenstrukturen, weil wir auch vor allem da in dem Zelt von den Frauen waren. Also man merkt auch daran, dass eigentlich die akuteste Bedrohung gerade der türkische Faschismus darstellt, aber natürlich auch mit dem Hintergrund von, dass auch andere Staaten ein Interesse daran haben, dieses Projekt eigentlich zu beseitigen. Und es ist nicht nur, dass die Türkei das einnehmen will, sondern die Angriffe passieren eigentlich auch die ganze Zeit, eben zum Beispiel durch Unterstützung dschihadistischer Gruppen, aber auch jetzt in Schärfbar gab es vor einigen Wochen Angriffe, also direkte Angriffe passieren auch schon und ja, Frieden in Rojava hängt eben auch von friedlichen Lösungen in der Türkei ab und ist nicht getrennt davon zu sehen und deswegen war jetzt auch der Hungerstreik von so großer Bedeutung. Ja genau, wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass eigentlich die Ideen, auf denen die Revolution basiert, von Abdullah Öcalan kommen, der seit 20 Jahren schon im Gefängnis ist und Leyla Güven, die Freundin, die diesen Widerstand initiiert hat, war über 200 Tage im Hungerstreik und diesem Hungerstreik haben sich 7000 Gefangene in türkischen Gefängnissen angeschlossen. Auch in Straßburg, in Wales, in anderen Orten sind Leute in den Hungerstreik getreten. Und sie forderten eben ein Ende der Isolationshaft von Öcalan, der im Gefängnis zu niemandem Kontakt haben durfte und was auch aus der Beendigung des Friedensprozesses und Abbruch des Friedensprozesses eigentlich seitens der Türkei, des türkischen Staates resultierte. Und ja, man merkt eigentlich an diesem Hungerstreik auch, wie sehr die kurdische Bewegung auf Frieden pocht und Öcalan
auch weiterhin auch einer friedlichen Lösung festhält. Und genau deswegen braucht es eigentlich in der Türkei auch einen Demokratisierungsprozess, wofür dieser Hungerstreik auch stammt, der eben gestern beendet wurde, nachdem Öcalan zum zweiten Mal von seinen Anwältinnen besucht werden konnte und dann selbst auch verkündete, dass das Ziel des Hungerstreiks erreicht wurde und zu einem Ende des Hungerstreiks aufrief. Und all das war eben nur möglich, indem trotz aller Repressionen halt dieser krasse Widerstand nicht abbrach, der von Leyla Güven eben auch initiiert wurde. Und ja, auch in Rojava waren die Hungerstreiks von Bedeutung. Es gab immer wieder Solidaritätshungerstreiks in verschiedenen Städten, wo wir waren, oder auch Dörfern, wo Menschen dann drei oder mehr Tage lang zusammenkamen und wie bei einer Dauerkundgebung dann drei Tage lang nicht gegessen haben und öffentlich darauf aufmerksam gemacht haben. Also es war auf jeden Fall auch ein präsentes Thema. Ja, das war es, glaube ich, auch erstmal mit der politischen Lageeinschätzung. Und mit dem Beitrag. Ja, das war's, ne? Ja. Das war's von uns auch allgemein.